Kollegen, für uns Grüne ist es völlig nicht nachvollziehbar, dass nach den schrecklichen Attentaten in Paris jetzt hier in Deutschland ernsthaft die Vorratsdatenspeicherung diskutiert wird. Dieser Reflex, nach Angriffen auf die Freiheit mit weniger Freiheit zu reagieren, bleibt grundfalsch. Wir dürfen Terroristen nicht unsere Grundrechte opfern. Es ist maßlos, es ist unverhältnismäßig, die Grundrechte von 82 Millionen Menschen der Überwachung von einigen wenigen Kriminellen zu opfern. Die Vorratsdatenspeicherung greift in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ein, egal wie lange sie dauert. Wir Grüne lehnen schon immer anlasslose Totalüberwachung von Bürgerinnen und Bürgern ab. Für uns stellt die Vorratsdatenspeicherung einen massiven Eingriff dar, der mit unseren Vorstellungen von einer freien Gesellschaft nicht vereinbar ist. Die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen, ist schlicht inakzeptabel. Die Speicherung aller Verbindungsdaten würde Bürgerinnen und Bürgern in fast allen Lebensbereichen durchsichtig machen. Soziale Kontakte würden dokumentiert, Bewegungen wären genau nachweisbar, persönliche Problemsituationen erkennbar, geschäftliche und private Kommunikation wäre nicht länger vertraulich. Und wenn wir das für Berufsgruppen einmal durchdenken, für Seelsorgerinnen und Seelsorger, für Ärztinnen und Ärzte, für Abgeordnete, für Journalistinnen und Journalisten oder auch für die Anwaltschaft, würde das einen unnötigen Vertrauensverlust für Patientinnen, für Bürgerinnen, für Mandantinnen und für Informantinnen und Informanten bedeuten. Das können wir nicht zulassen. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Golland zulassen, der auf dem Platz von Herrn Lienkämper sitzt? Sehr gerne. Bitte schön. Ich möchte nur fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass am 18.01. Grünen-Chef Cem Özdemir sich eine Wiedereinführung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung vorstellen könnte. Mit der Einschränkung, die Neuregelung müsse aber mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Also er kann sich das vorstellen. Ist Ihnen das bekannt? Ihr oberster Parteichef. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja. So, jetzt mal wieder alle runterkommen. Herr Golland, es war für mich nicht nachvollziehbar. Ich wäre sonst später darauf eingegangen, wie Sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ja, ich kenne das, wie Sie eben in Ihrem Redebeitrag das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und das Urteil des EuGH interpretiert haben. Weil für uns sind diese Gerichtsurteile sehr eindeutig, dass sie die Vorratsdatenspeicherung anlasslos und massenhaft nicht zulassen. Wie Daten von Kriminellen gespeichert werden, egal wie Sie den Begriff nennen, ist für uns keine Vorratsdatenspeicherung. Und deshalb brauchen wir eine dringende, konsequente Strafverfolgung von Kriminellen und eine Prävention. Deshalb würde ich jetzt gern fortfahren. Wenn wir einmal denken, was denn passieren würde, wenn Vorratsdatenspeicherung eingeführt würde. Glauben Sie, Herr Golland, glauben Sie denn wirklich, dass Terroristen sich davon abhalten lassen würden? Unsere Antwort muss eine rechtsstaatliche sein. Sie muss wirklich die konsequente Strafverfolgung in den Vordergrund stellen und wirksame Prävention in allen Lebensbereichen durchdeklinieren. Das sind für uns nicht nur das von Herrn Kollegen Wolf genannte Projekt Wegweiser, über das wir sehr froh sind, das übrigens auch vor den Attentaten von Paris schon von der Landesregierung in Angriff genommen wurde, sondern im Grunde brauchen wir auch Forschung im Bereich des Terrorismus. Wir brauchen Prävention in der Jugendarbeit. Wir sollten uns sicherlich auch in der Justiz Radikalisierungsprozesse im Strafvollzug ansehen und viele andere Bereiche genauer betrachten. Ihr reflexhaftes Verhalten ist völlig daneben. Denn, Herr Präsident, gestatten Sie mir auch noch mal ein paar kurze Worte an den Kollegen Ort. Ich darf noch Herr Kollege sagen, denn er bleibt ja noch bis Dienstag. Als Westfälin können wir auch feste Karneval feiern und deshalb freue ich mich, dass wir im Rheinland am Dienstag feiern können. Herr Ort, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, oder lieber Robert, ich möchte dir ganz herzlich danken für dein Engagement in den letzten 15 Jahren
noch als dienstältester Ausschussvorsitzender, 15 Jahre, 4 Justizminister erlebt. Das ist schon beeindruckend. Und ich danke dir für die Arbeit, die Neutralität. Ich war sehr beeindruckt, wie du in Israel die Delegation des Rechtsausschusses geleitet hast. Und danke dir für die guten Gespräche und Begegnungen. Im Rechtsausschuss hatte ich die Pressemitteilung der FDP ja so ein bisschen kritisiert, weil die von der Idee der Freiheit sprach. Und ich dachte, für uns ist Freiheit mehr als eine fixe Idee. Habe mich aber dann noch mal eines Besseren belehren lassen, dass Idee aus dem Griechischen ja im Grunde das Urbild ist. Und in dem Sinne möchte ich der FDP an der Stelle sagen, wenn die FDP an dem Urbild der Freiheit festhalten will, dann können wir da sicher noch mal drüber sprechen. Ich wünsche dir persönlich alles Gute, beruflich, privat, und ich denke, wir sehen uns wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.